Vendredi estival, le soleil s'en donne à cœur joie. Pour vendredi et samedi, le mois de juin va s'achever sous des conditions optimales. Faites tourner l'info. La météo avec Nilufar, 6 animaleries en Alsace. Pensez pour le bien-être de vos animaux de compagnie à Winsenheim, Saint-Louis, Bessoncourt et sur nilufar.fr. Et c'est Villers sur Tour que choisit l'équipe de France Bleu Alsace.fr avec Jonathan qui nous rejoint. Gata Morieux. Et à Cue de Morien Nadine, Villers-Rouve-Torture, Nave-Mauche, à côté de Mauche, près de Beach-Villers-Létane, où l'on vous donne rendez-vous. Faire Elsa-Sarfage. On se met dans l'ambiance avec une ambiance alsacienne. Venez participer à la première Elsa-Sarfest, la fête alsacienne de Villers-sur-Tur à partir de 10h. Ce dimanche, Omsunti im Festsaal. L'entrée est libre et différents stands sur la thématique alsacienne, bien sûr. Maver Ilsas Chikin Schlerfind, des chanteurs alsaciens comme Armand Geber, que l'on est en train d'entendre. Il y aura aussi Jean-Paul Schwebel, les Babusques du folk et Oko du blues rock. Vraiment une très très belle journée qui seront au profit de la langue régionale alsacienne. C'est Schwichti für unsere Sprache et aussi pour la création de crèches et de maternelles bilingues, donc en alsacien aussi. C'est alles für Xen. Il y aura aussi de quoi manger, de se restaurer. On vous donne rendez-vous im Festsaal, donc à la salle polyvalente de Villers-Ouftertur, ce dimanche 1er juillet à partir de 10h. C'est noté. Merci France Belsas.fr, Schoner Talk. Eva Fols. Miteinander freue ich stelle, ich noch schöner auf France Bleu Elsass. Voilà, heute morgen haben wir den Armand Geber am Telefon. Jetzt haben wir sogar den Armand Geber hier singen. Wunderbar, da haben wir alles, was gut nur im Elsass schmeckt und was im Elsass auch wichtig ist, das sind Rande. Ja, ja, viel sagen, wenn ich komme ich endlich dran. Wenn ich habe ich sie endlich. Und wenn sie sehen will, ist es eine Vollstimme. Ist stimmt das, Annie Kreuz? Will es eine Stimme? Ja. Oh ja. Sie wissen, gehen doch wieder stoffen, manche. Ah, manche. Manche brüchen es. Sie können es einfach nicht tun. Ja, wir haben es 40 Jahre lang gemacht, wenn fällt. Nichts machen, ich darf es machen manchmal. Ja, wäre mir nicht leid, ich will nichts machen. Wir sind im Auto für uns ein bisschen die ganzen Neuigkeiten und die Nachrichten kennen immer noch. Für unsere Zuhörer, wenn ihr früh habt, 0388 25 12 12. Und so, und Annie, weil uns ein bisschen da sind viele die Angst haben, wenn sie eben hören, ja, es ist Trend, es wird eben wechseln, jetzt nehmen sie uns mehr Geld, jetzt kriegen wir weniger. Und da hören wir viel momentan von der Pension komplementär. Ja. Wir haben es letztes Mal schon einmal davon geredet. Wir schon erwähnt. Mit den 10%, aber wenn wir es noch einmal sagen, Kinder, für die wir es noch nicht richtig verstanden oder mitgekriegt haben. Kann man noch einmal explizieren. Zum Beispiel 10% weniger. Ja, das ist vom ab im 1. Jänner nächstes Jahr. Wäre 10% abgezogen. Das ist von der Zusatzkosten Agirc Arco. Und das ist, weil Agirc Arco, wie verschiedene gewesen sind, die gehen jetzt zusammen, gehen fusionieren, weil Agirc geht es nicht mehr so gut finanziell, nur gehen sie zusammen. Und die 10%, das nennen sie ein Koeffizient der Solidarität. Für damit zu helfen, weil in der Kette das gar kein, das ist die Lesung gesehen, wie sie gefunden haben, in der Tat gar keinen Zusatzkosten mehr gehen. Und die 10% wären abgezogen für die Personen, die in Trend kommen, ab donc, 1. Jänner nächstes Jahr. Und die wären 3 Jahre lang abgezogen. Die 10%. Vor dass wir die 10% nicht abgezogen kriegen. Ihr habt noch rot, wie wir uns letztes Mal schon kennen. Ja. Gehen Sie noch einmal? Wir gehen es noch einmal. Das ist, wenn noch zum Beispiel, ihr habt ihre 62 Jahre im Dezember, gehen in Trend am 1. Jänner. Anstatt sind, natürlich, wenn es möglich ist, anstatt in Trend am 1. Jänner zu gehen, in Trend noch ein Jahr zu schaffen. Und wenn man dann noch ein Jahr schafft, dann kriegt man die 10% nicht abgezogen. Und noch gewinnen wir dran. Und natürlich, noch nehmen wir noch Trend ab. 63 und dann haben wir noch ein Jahr Surcot und am Regime General und der Carsat, das soll heißen 5% mehr Rente voilà. Auf der Grossrente. Und so können Sie überall gerne ja nur ein Jahr mehr arbeiten. Voilà. Ja, und es ist ein Jahr mehr arbeiten. Manchmal ist es ein Jahr lang, gell? Es kann, natürlich, wenn man darauf wartet, ist es noch länger. Aber wenn man sich vielleicht ein bisschen arrangiert mit den Ferien, wie noch zu nehmen sind und so weiter, kann man vielleicht, oder ein Compte épargne temps hat und so weiter, kann man vielleicht das dran machen und effektiv schafft man vielleicht gerade nur noch 9 Monate oder 6 Monate. Das kommt dann auf der Prüfung. Also wie gesagt, ein Jahr mehr arbeiten, 10% kommen nicht weg noch ja. Und ich gewinne sogar 5% auf die Rente. Auf die Hauptrente, ja. Mhm. Und dann ist noch ein anderer kleiner Trick, das ist für die Personen, die in der Freirente kennen, in der Retraite anticipé. Aber das verraten wir uns in ein paar Minuten. Machen wir es so? Ja, spannend. Spannung auf France Bleu, sonst wenn ihr wissen was passiert mit den Leuten wie Freirente, aber das verraten wir euch auf France Bleu, sonst noch der Claudia Jung und wenn ihr Freude habt, 0388 25 12 12. France Bleu Elsass.
keinen Shampoos und keinen Psychiater. Alles, was ich brauche, bist du. Claudia Jung, alles, was ich brauche, bist du. Alles, was man braucht, das sind Güter Rot von deiner Kreuzfahrt Rente. Und das bekommen wir kostenlos auf francebleuelsass.fr und noch um 0388 25 12 12. Ihr wisst nicht, ihr habt ein Problem mit der Rente, ihr habt eine Freude, ob es wieder nicht ruhig, aber du, Freude kostet nichts. 0388 25 12 12. Annie, wir haben vorher, Annie Kreuz von der Rente Kost, wir haben vorher also von deiner 10% von der Pension Komplementär geredet, wie ab dem 1. Januar wegkommen. Aber für die nicht, wie den Rot gemacht haben oder wie sie es machen, was wir uns kennen, also ein Jahr länger arbeiten. Und das, jetzt reden wir von den Leuten, wie frei Rente kriegen oder nehmen. Ja. Also, wie, noch ein Trick. Ja, freie Rente, donc Retraite anticipée, weil sie länger geschafft haben. Nicht freie Rente für Pénibilité oder schon, freie Rente für Retraite anticipée. Das ist zum Beispiel die Leute, für das die 10% nicht abgezogen werden, wenn sie vorgehen mit 60, zum Beispiel das nächste Jahr oder das Jahr drauf. Das ist die, Attest, die fameuse Attestation. Wenn man eine freie Rente will, muss man eine Attestation, wie heißt, de droit ouvert. Das heißt, wie drauf steht, dass effektiv durch die Studie gemacht wurde. Ich weiß, es ist stets offiziell, dass man in freie Rente gehen kann, dass die Konditionen alle remplis sind. Und der Zettel, der sollte man noch machen, dieses Jahr. Dieses Jahr. Und wenn man diesen Zettel hat, hat man 2 Jahre Zeit, für in die Rente zu gehen, ohne dass man die 10% abgezogen kriegt. Alle Trüge hast du jetzt für uns. Aber par contre, ja. Die 10% werden nicht abgezogen auf die kleinen Rente, zum Beispiel, wenn die Leute wie Invalid gewesen sind oder wie fortgehen für in Penibilität, weil sie es schwer geschafft haben, die sind nicht inbegriffen in diesen 10%. Also die ganze Leute brauchen nicht ein Jahr mehr arbeiten. Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen difficil, wenn man invalid ist, noch ein Jahr mehr zu arbeiten. Das ist ein bisschen schwer. Im Fall, was ist, das ist der SICAS, das ist Zusatzkurs. Da kann man sie immer anrufen, um 0800 200 189. Da kann man sie anrufen, um richtig zu freuen, für die Information zu haben, was da richtig läuft, wenn man es nicht verstanden hat. Oh, wenn nicht, kann man auf der Rentenkurs kommen, Rendezvous nehmen. Ja, das geht nämlich so einfach. Das wird alles ein bisschen blockiert. Zum Beispiel, wenn ihr den 39-60 macht, das ist unser Nummer Telefon, unsere Plattform Telefonique, das ist orange saturiert dort mit dem Telefon. Mit der Online-Rande. Ja, das will alle in Tränen gehen. No, natürlich ist auch der Akkord, wenn man sagt, zu kommen. Wenn ich komme, dann geht man sich mehr orientieren, geht den Computer, geht den Site, de www.l'assurance-retraite.fr. Natürlich, man findet viel Dings auf dem Site. Natürlich, manchmal persönlich ist es doch besser, ein Rendezvous zu haben. Und du sind noch viel Sorgen mit der Rente. Bon, viele Neuigkeiten, nicht so viel momentan. Gerade die 10%, da hat man ein bisschen viel reden. Das ist Zusatzkosten. Das ist, was am meisten jetzt ja, wegfällt. Ja. Anders gibt es noch viele Tipps. Ja, noch hat man für unser Regime lokal. Das Regime lokal für die Rentner, effektiv, die haben vielleicht manche einen Brief gekriegt, dass sie nicht mit dem Regime lokal haben. Aber warum? Das werden wir uns erzählen in ein paar Minuten. Auf France Bleu Elsass und auf was wir aufpassen müssen mit dem Zettel, was wir morgen müssen. Das alles ist deine Kreuz in ein paar Minuten. Wenn ihr eine Freude habt, habt ihr den Brief vielleicht bekommen. Sagen wir uns 0388 25 12 12 0388 25 12 12. Mit Nandor und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla
brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, si travesito mi fruta de la pasión. Durant, das verliert eine weit Tussa, der Alvalo Soler auf FranceBleuElsace.fr. Es ist ein Spanier, ein schönes Lied und eine Neuigkeit, France Bleu Elsace 2019. Miteinander freuen stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsace. Und das machen wir heute Morgen. Wir reden von der Rente mit der Annie Kreuz. Wie mit uns ist von der Rente gekommen? Also, wir haben von der Pension Complémentaire geredet. Die 10%, wie alle weggerieben, ab dem 1. Januar. Enfin, alle, die wir nicht ein Jahr länger arbeiten. Dann haben wir von der Freirente geredet. Da haben wir auch einen Trick gegeben. Und natürlich, für die, wie gerade gekommen sind, sie werden alles wieder ruhig finden auf FranceBleuElsace.fr. Und ihr habt uns gesehen, dass wir jetzt vom Lokalrest wählen. Reden, denn da ist auch eine Neuigkeit, da haben ein paar Leute einen Brief bekommen. Was ist denn das für ein Brief? Also, dieser Brief ist ein Bekommen von der Kranken Kasse. Und Kranken Kasse, die hat eine Kampagne de Kontrolle gemacht, hat kontrolliert, hat die ganzen Rentner wahrscheinlich Dossier genommen, um zu schauen, ob die noch, ob sie überhaupt das Regime lokal, ob sie noch zu gut haben oder nicht. Und es ist effektiv festgestellt, dass da manche Dossier wie das Regime lokal haben und sind zurückbezahlt, voll zurückbezahlt und sind die Droits gar nicht offen. Und natürlich haben sie dann einen Brief gekriegt, dass sie jetzt nicht mehr im Regime lokal sind. Also, wie geht jetzt das mit dem Regime lokal? Was mal auch wichtig ist, das ist, wenn die Rentner, die Freie Rentner, wie jetzt in die Rente kommen, wenn sie ihre Notifikation kriegen, das ist der Zettel, wie alles drauf steht, wie die Rente ausgerechnet ist, dann Zettel, müssen sie auf Krankenkasse gehen und für das, dass sie mal schon eingespeichert, dass sie jetzt Rentner sind und dass sie die Karte Vital à jour machen mit dem Ganzen. Und auf dem Zettel steht, ob effektiv das Regime lokal offen ist oder nicht, ob man es haben kann oder nicht.
nicht. Der Regime lokal, wenn man Rentner ist, ist ein bisschen anders, als wenn man schafft. Wenn man im Elsass schafft, hat man von seinem Bruttozahltag den Regime abgezogen, 1,5%. Und wenn man dann in die Rente kommt, dann ist es Straßburg, Carsat, das ist die einzige Carsat in ganz Frankreich, wie das macht, wie das kann machen. Ob man jetzt in Lille wohl oder in Marseille, wenn man mal im Elsass geschafft hat und ich gehe in die Rente, dann ist Straßburg wieder das, was sie macht, weil wir sind die Einzigen, wie sie es können machen. Und dann schauen wir, ob die Konditionen offen sind, für den Regime lokal noch zu haben, wenn wir in der Rente sind. Und die Konditionen, die sind mal schon am meisten auf das ganze Leben lang, wie wir geschafft haben, das ist am meisten im Elsass geschafft zu haben. Das soll also 40 Jahre lang arbeiten, zum Beispiel 25 im Elsass und 15 Jahre in Marseille. Dann geht's. Dann ist der Droit offen. Dann hat man das Regime lokal und wenn man in Marseille wohnt. Das ist kein Problem. Oder dann auch, was ist, wenn man im Elsass wohnt und arbeitet und hat auch im RSI geschafft, Artisan, Kommerzant und im Deutschland. Was wichtig ist auch, das ist die fünf letzten Jahre, vor dass wir in Trend sind, dass in, das gilt auch. Ja, das gilt auch. Also sind da bestimmte Konditionen da, für das der Regime lokal, das ist gar nicht automatisch. Aber dank Carsat, wie es noch die Einzigsten sind im Elsass, wie das machen, haben wir Chance. Ja, wir sind noch immer die Einzigsten. Das ist unsere, ja, das ist Elsass, das ist unsere Spezifizität. Da sind wir schon stolz drauf, denke ich. Da haben wir es mehr wie die anderen von wohl. Muss man positive Sachen denken. Ja, aber wir bezahlen es ja auch. Ja, das stimmt auch. Wenn man dann das Regime lokal hat und ist in der Rente, dann kriegt man auch 1,5% auf der Rente abgezogen. Wir bezahlen es. Und so haben wir es so gut. Ja, wenn man schon... Und das will ich. Ja, genau. Das kann man also alles finden. Und wenn nicht, gehen wir immer noch an der... Muss man da an der Carsat gehen für das? Ja. Wenn man ja ein Problem mit... Ja. Regime lokal ist Carsat in Straßburg, ja. Und da sind wir wie genau in Straßburg wieder? Wir sind in der Rue du Doubs, der Nummer 36, 36 Rue du Doubs. Das sind wir, ist unsere Siege. Natürlich ist das Telefon, 3960. Oder dann der Computer, der Site. Aber der Site, der ist national. Also steht nichts drauf von dem Regime lokal. Ah. Aber es ist durch den Chat verschrieben, gell? Du kannst auch schreiben. Und du kannst schreiben und du gibst mir Antwort natürlich. Und das ist? Und das ist, also das ist du mit dem www.l'assurance-retraite.fr. Aber man wird. Und noch hört der Pierre auf vom Site von der Carsat. Und genau, du kannst auch schreiben. Der Pierre wird uns davon reden in ein paar Minuten. Und wie gesagt, das alles geht dann noch einmal hören auf FranceBleuElsace.fr. Annie Kreuz, vielmals merci, dass du zu uns gekommen bist. Vielmals merci. Und bis nächstes Mal. Nächstes Mal. Schönen Sommer. Merci. Mit Nonder und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Im Elsass, da haben wir noch Musik. Das ist schon unsere Tradition. Die Alten schon haben sie verbessert und sie an uns diese Ballon. Ohne Musik geht's doch nicht, wir spielen an jedem Moment. Wir spielen einmal da, wir spielen einmal dort, wir bloßen fest ins Instrument. Wir spielen auch da, wie sie lustig sind und manchmal auch da, wie sie traurig sind. Wir spielen auf dem Dorf in der Stadt. Wir spielen einander zu Bett. Ich so auf dem Masti, auf dem Koch so Fleurie, auf dem Fußballplatz und noch am Kathochspiel. Am Denkmal in der Kirche und noch Prozession. Dies alles ist zu machen für unsere Tradition. Es kommt einmal ein bisschen Moment. Im Verein hat der Käse kein Gall. Der Musikchef von der Sobeis verbrichtet dann Stock und er geht. Ohne Musik geht's doch nicht. Wir spielen an jedem Moment. Wir spielen einmal du, wir spielen einmal dort. Mit bloßen Fest ins Instrument. Durch die Musik wird alles vergessen. Andere uns wollen fressen. Wir machen nur das, was uns geht. Ohne Musik geht's doch nicht. Wir spielen an jedem Moment. Wir spielen
drum so fest jetzt in Strom an. Die Musik ist ewig versichert, die ist noch ein Wandern im Sinn. Wir machen mit Musik so wieder, bis das unser Herrgott.